Look what I just bought. Isn't that pretty? That's so pretty. Ich habe das natürlich über Willhaben gekauft. Hat ja alles zu, man kann sowas nicht kaufen. Ich habe so viele Räucherstäbchen mal bekommen und ich mag das auch. Die sind alle in Lavendel, aber ich habe keinen Halter. Den habe ich mir heute über Willhaben jetzt geholt. Right, ich wollte das hier kurz festhalten, weil ich habe gerade Therapiegespräch beendet. Mir ging es heute nicht so gut. Ich habe jetzt auch, just for information, ich glaube schon über 2 Wochen meinen Social Media Account oder beziehungsweise Instagram deaktiviert, weil ich mich zu sehr verglichen habe mit anderen Menschen, wo sie im Leben stehen, wo ich im Leben stehe. Jetzt ist es so, dass ich mich mit meinen Freunden sehr oft vergleiche und ich sage das auch, vielleicht fühlt sich, hat jemand ein ähnliches Gefühl. Und habe die Therapie jetzt so beendet. Es ist nur momentan so. Ich habe die Möglichkeiten und die Voraussetzungen, auch so ein Leben zu führen, wenn ich es unbedingt möchte. Aber zurzeit ist es einfach so. Zurzeit fühle ich mich einfach so. Das heißt allerdings nicht, dass es immer so sein wird. Es ist momentan ein, ich hätte es so gesagt, dass ich auf einer Autobahn, also dass mein Leben quasi eine Autobahn ist und dass ich zurzeit bei einer Haltestelle feststecke und es kommt kein Bus. Ja, es ist nur momentan so. Irgendwann wird es besser. Ja, das wollte ich jetzt noch kurz, ich weiß nicht, ob das zu viel wuselig war, hier erwähnen. Weil meine Gedanken zurzeit sehr, sehr wuselig sind. Aber jetzt, oh Gott, Gott sei Dank, denke ich nicht mehr so. Manchmal frage ich mich auch, wenn ich das mit meiner Therapeutin so zerpflücke, meine Gedanken, was denkst du dir eigentlich dabei? Es kann doch nicht sein, dass du dir solche schlimmen Gedanken hier reinsetzt und daran glaubst. Leute, ich habe heute so viel geheult. In der Therapiestunde schon lange nicht mehr. So, achtet auf euch selbst, ich sage euch das. Und ich mache jetzt meine Nudeln, weil ich habe vergessen, mir etwas zu bereiten und habe jetzt Riesenhunger. Comfort Food! Who is that girl on the floor? Definitely not me. Mein Breakfast. Soja-Erdbeerjoghurt, eine Banane, so eine Schokocreme, Schokomandelcreme, solche Dinkelpuffs und so eine Cranberry-Pflaume-Topping. Das macht man halt so drauf. And that's my Brekkie today. Sorry für die Wäsche, aber ich bin so jetzt in Filmlaune. It's the most beautiful weather outside. Es geht ein bisschen Wind, die Sonne scheint, kaum Wolken hier. Ich glaube, es hat 13 Grad. It's my Jeans Jacket Time. I love it. I love it. Kurzes T-Shirt, ein Jeans Jacket, some Jutebeutel. I'm here for it. I love it. Deswegen war ich jetzt, glaube ich, ungefähr eine Stunde draußen. Very dewy today, I know. But I love it. Ich habe heute einen neuen Creme-Highlighter ausprobiert. Ich habe ein Drugstore-Haul. Ich kaufe ja fast, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Kosmetik gekauft habe. Sicher 1,5 Jahre her. Und ich habe ein paar Sachen gebraucht und ich war irgendwie so in der Stimmung, mal Kosmetik einzukaufen. Jetzt nicht viel und überhaupt nicht teuer, ist der Drugstore. Aber ja, hier bin ich. Bevor ich da losstarte, wollte ich war vorher bei der Apotheke und habe mir
Rizinusöl geholt. Ah, das ist ja dickflüssig. Denn ich möchte jetzt Oil Cleansing machen. Je nach Hauttyp mischt man eben verschiedene Öle zusammen und reinigt damit sein Gesicht, um den ganzen Dirt rauszukriegen, die Poren zu befreien. Und ich werde das ausprobieren, weil mich das extrem interessiert. Ich habe so viele Videos jetzt davon gesehen. Und ich habe so eine unreine Haut zur Zeit. Und sie ist auch sehr, sehr trocken. Das heißt, egal wie viel ich sie reinige, wie viele Masken ich raufgebe und dann noch Öl draufpacke, es ist immer noch sehr, sehr trocken. Und ich denke, bei einem Oil Cleansing gibt es der Haut ja auch wieder sehr viel Feuchtigkeit und sie strahlt. So, ja, das habe ich mir geholt. Dann, ich gehe später spazieren, habe mir einen Snack geholt. Ich mag den ganz gerne. Knabbertiere. Es sind diese Tiere auch zum Knabbern. Dachte ich mir, für Oil Cleansing wäre ganz gut, solche Abschminkpads, solche Mikrofaser-Abschminkpads, das wäre ganz gut so zum Abwechseln, weil man soll ja auch nicht rubbeln, wenn man das entfernt. Und deswegen dachte ich mir, es sind Mikrofaser wahrscheinlich ganz gut. Mal schauen. Nagellackentferner. Ich benutze den teilweise auch zum Putzen. Dann mein Favorite, eins meiner Lieblingsduschgele, Pflegedusche von Alverde, das Mangofeige. Vor allem, wenn es jetzt hoffentlich wieder so sonnig wird. Ja, das riecht so gut. Und das habe ich mich schon so oft nachgeholt. Dann haben wir ein bisschen Schminke hier. Weiß ich nicht, was mich dazu geritten hat. Da bin ich so lange davor gestanden und wusste nicht, ob ich es mir holen soll oder nicht. Von Catrice HD Active Performance Freezing Spray Long Wear Fixing, Protecting and Hydrating. Ich wusste nicht mehr. Ich glaube, Catrice hatte mal so ein tolles Fixing Spray, das irgendwie Glow geben soll. Und ich weiß nicht, ob das ist oder ob es irgendwo ein anderes war, was irgendwas Glow heißt. Keine Ahnung. Dann von Essence Long Lasting Eye Pencil in Purple Rain, 27 Purple Rain Prince. Ist ein Purple Eyeliner. Man konnte ihn ja auch nicht testen. Aber das passt. Das ist ein guter Purple-Ton. Ich habe jetzt auch einen Purple-Eyeliner oben. Und mein Eyeliner habe ich von Kiko. Und Kiko gibt es ja nicht mehr, diese Marke. Und ich wollte mir den nicht von Urban Decay kaufen. Jetzt dachte ich mir, hole ich mal ein Essence, weil ich brauche davon sehr viel, weil ich Purple mag. Auch von Catrice. So ein Brow Pencil in Waterproof. Das ist so ein Spoolie. Und hier ist ein ganz, ganz dünnes Teil. Ja. Ich male auch teilweise meine Muttermale nach. Und auch für meine Augenbrauen. Und ich hatte so einmal von NYX. Aber die Marke möchte ich nicht mehr kaufen. Und jetzt habe ich den von Catrice. Mal schauen, ob der was kann oder ob der abbricht. Ich hoffe nicht. Den von NYX fand ich sehr, sehr gut. Und dann eine Mascara. Ich kenne mich ja mit Mascaras überhaupt nicht aus. Ich habe hier, meine sind heute leer und ich habe die, glaube ich, schon länger als ein Jahr in Benutzung. Einmal, das war von Rituals. So eine Probe, die habe ich als letztes benutzt. Das war in irgendeinem Adventkalender mal drinnen bei mir. Und das ist schon... Ja. Aber ich mag das Bürstchen, fand ich ganz gut. Und eigentlich meine Favorite Mascara, die ist von Chanel. Die heißen die Dimension de Chanel 10. Das ist tatsächlich meine Lieblingsmascara. Auch das Bürstchen finde ich toll. Allerdings, ja, die Marke, ich weiß nicht, ob es unbedingt eine Chanel-Mascara geben sollte. Ich habe sie schon so oft nachgekauft. Aber ich möchte mir mein Zeug auch der Drogerie widmen, denn die haben, glaube ich, ganz gute Sachen. Und zwar die jetzt von Catrice, die ich mir geholt habe. Iconista High Volume High Care. Und es hat auch Hanfsamenöl drinnen.
anscheinend. Das Bürstchen konnte man nicht sehen. Oh. Das ist ein winziges Bürstchen und so geschwungen. Ich rieche immer gern dran. I'm not sure if I like that. I'm not sure. Ich mag eigentlich Mascaras, müssen bei mir nicht viel machen. Oder eine Mascara muss bei mir nicht viel machen. Sie muss auf jeden Fall Definition zaubern. Das ist das Wichtigste bei mir. Und sie halt ein bisschen schwarz machen, weil ich teilweise blonde Wimpern habe. I'm not sure about that. Und das war, glaube ich, das Teuerste. Aber ja, that was my little drugstore haul. And now it's time for food, because I'm a little bit hungry and I'm gonna leave my apartment soon. And I love my face. See that glow, this is insane. Feed the dog with snake. With seafood. Kill biscuits.